Opa, die Frau vom Hüfsack hat sich beschwert, dass du ihr schon wieder auf die Dudeln kriegen hast. Ja, mei, ich hab halt einen schwächen Anfall gehabt und hab mir mehr Spissen drum angeholt. Fünfmal am Tag, eine ganze Woche lang. Ich bin halt nicht mehr so fit wie früher. Aber doch nicht von hinten. Jetzt schrei ihm nicht so an, er ist halt schon ein bisschen senil. Ich bin doch nicht debil. Senil, hab ich gesagt, Opa. Senil! Ach so. Hey, der Trottel hat schon wieder die Batterien aus dem Hörgerät rausgenommen. Was sagst du raus, die Summe? Hey, wo? Wo sind die Batterien? Wenn du mich so anschreist, sag ich gar nichts mehr. Opa, wo hast du die Batterien hingegeben? Ja, mei, die hab ich Nachbarbuben für einen Gammelball gegeben, weil die dann einige waren lang. Na, bravo! Wir finanzieren über den Opa den Nachbartrotteln. Sagenhaft, na wirklich. Sind bei dir halt alle Trotteln? Nein, du eh nicht. Aber der da ganz sicher. Das macht aber nicht wirklich was. Wir haben eh noch neue Batterien. Ja, ich hab mein Hörgerät nimmer. Was heißt nimmer? Ja, das hat nicht mehr funktioniert, also habe ich es weggeschmissen. Das ist mir auch vollkommen klar, dass das nicht mehr funktioniert hat. Ohne Batterien. Die Müllabfuhr war eh noch nicht da, das findet man schon wieder. Reg dich nicht immer so auf. Ich soll mich nicht aufregen. Das nächste Mal schmeißt du einen Fernseher beim Stromausfall weg. So schaut's aus. Du musst immer übertreiben. Opa, wo hast du das Gerät reingeschmissen? Ich hab nirgends reingeschissen. Geschissen eh nicht, aber brunst. Na Freunde, du, was glaubst, für was der Papierkorb unter dem Waschbecken steht? Was? Dir steht unter dem Waschbecken? Ich glaub, du willst uns suchen. Der Papierkorb im Boot, für was ist der? Fürs Papier! Bravo! Die werden wir für die Millionen schon anmelden. Super! Und jetzt erklärst du mir, warum da eine Brunst war. Ja, aber wer soll ich das wissen? Na, weißt du, was du warst? Nein, das kann doch auch jeder gewesen sein. Das kann sie doch auch gewesen sein. Ich brauchst doch in keinem Papierkorb. Ja, aber ich vielleicht. Ja, ich weiß auch nicht. Lass mir die Geschichte. Opa, wo hast du das Gerät weggehauen? In Wien! Was ist der Deppert? Du kannst doch nicht das Hörgerät in einen Wiener Mistkübel schmeißen. Das geht doch nicht! Das war ganz einfach! Wupp! Und das fühlt das leere Gerät. Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Dir wird das Witzereißen schon mal vergehen. Das neue Hörgerät wird von deinem Taschengeld angezogen. Okay, aber ich krieg doch immer meine Pension und das Pflegegeld. Aber das geht immer alles auf für die vielen Sachen, die du uns kaputt machst. Spielsachen? Ich mache eure Spielsachen kaputt? Mir reicht's schon langsam mit dem Alten. Ich hab den Antrag fürs Pensionistenheim noch immer eingesteckt. Braucht dann nur unterschreiben und eine sölige Ruhe gehört auch ins Haus. Ja, aber... Er will ja nicht ins Heim. Weißt du, wie wurscht mir das ist? Ich hab satt, einmal in der Woche bis zum Ölbogen im Häusl zum Stecken. Weil ich auf seine Beißer wieder mal beim Schiff bin. Das kann aber dir genauso passieren. Nein, ich hab nur meine eigenen. Und außerdem den nicht runterlassen. Was gehört? Er ist nicht ich. Er lässt mich runter. So, ne, wenn die Zehnt lasse ich auch nicht oben. Opa, wenn du deine Zehnt in der Muschel drin liegen siehst, dann lass du bitte nicht mehr oben, sondern glaub's außer. Das wollte ich eh so machen. Was heißt wollt? Ich hab mich in der Reihenfolge hier. Siehst du das, meine? Ja, ich weiß eh. Allein kannst du Preisausschreiben bei denen einfach mit. Also bitte, zu Ostern habe ich eine Luxusreise auf ein Kreuzfahrtschiff gegangen. Ja, nur dass du vergessen hast, wo du die Tickets versteckt hast. Oh, ich hab's eh gewusst. Ja, aber erst zwei nachgemacht. Opa, da.
Unterschreib. Was ist denn das? Für dich eine Reise ins Glück. Und für uns auch. Na ja, dann unterschreibe ich halt. So. Opa. Fertig. Super. Und jetzt kann es gleich offen gehen. Morgen geht's schon los. Was, so schnell? Waren die Ticket das mir nicht verlegt? Nein, waren's nicht. Ja, dann geh ich halt einmal auf. Also, vier denkt er mal. Vierte, Opa. Opa, Opa, vierte. Keine Angst, das erklär mir alles mit Hotel und Reise und so weiter. Wirst sehen, alles geht gut. Der kriegt eh noch mal die Hälfte mit. Du, apropos Hälfte. In der Zeitung steht, dass das Pflegegeld ab nächsten Monat verdoppelt wird. Na, das heißt? Das heißt's. Opa, wir haben die Tickets verschmissen, du musst da